Hallo und willkommen. Ja, in einem recht misslungenen Gebäude. Ich will es euch trotzdem zeigen. Wir sind hier unten auf der Tierfarm in der untersten Ebene des Gebäudes. Ja, dann haben wir hier ein viermal eine große Mine Factory Reloaded Baumfarm. Und hier oben eine richtig schöne fette Weizenfarm. So, das ist die unterste Ebene. Und wer auf der Minimap schaut, dort haben wir schon mal so ein bisschen das Gebäude im Überblick. Und deswegen werde ich euch das Gebäude jetzt erstmal von außen zeigen. Dazu fliegen wir hier mal ein klein wenig hoch, gehen auf den Paraglider und ja, da ist das Gebäude noch nicht ganz geladen, aber das macht nichts. Ja, nun laden wir das bisschen noch. So, nun kann ich euch das in der Gänze zeigen, nachdem es geladen worden ist. Es ist ja inspiriert von Frank Schätzings Roman Limit. Dort gibt es ein Mondgebäude, das Hotel Gaia. Könnte so ähnlich aussehen. Könnte. Ist wahrscheinlich nicht. Denn, ja. So, und da wir hier. Ja, ich muss da mal runterfliegen hier. Muss ich hier nämlich ins Gebäude rein. So, hier haben wir in einem Gebäude hier mal noch ein paar Möhren angepflanzt. Da gibt es hier mitten in dem Möhrengebiet hier einen Teleporter. Da sind hier dann, kommen wir dann in eine tiefere Ebene zu den Kartoffeln. Und hier unten waren wir eben bei den Baumfarmen. Und hier unten ist die Energieerzeugung. Das ist mein High Pressure Boiler. Dort wird Kohle verbrannt, die in den Dings erzeugt wird. Das kennt ihr hier, ist ein Sludge Boiler. Von den ganzen Farmen, das was übrig bleibt. Über Ender.io Conduits wird es überall Strom versorgt und auch die Applied Energistic System, was ihr hier auch hier seht. Ah, da war der Kubus. Ich bin hier schon wieder durch den Teleporter gegangen. Hier habt ihr den Kubus zum Craften. Der ist noch leer, da ist noch nichts angeschlossen. Gibt nämlich ja auch bei NIO ME-Conduits und die führen hier zu meinem ME-System. Und damit habe ich hier mal eine Farm aufgebaut mit einem ME-System. Ja. Da seht ihr, was drin ist. Das ist das, was im ME-System ist. Das ist aber an das Applied Energistic System im Haupthaus drüben angeschlossen. Und wir werden mal einmal etwas höher gehen. Ja, hier kann ich euch das zeigen. Hier kommt zum Beispiel die die Liquid, heißt die Pressure Fluid Conduits, so. ME-Conduits und die Energy Conduits, die liegen hier drinnen, versorgen die Mine Factory Reloaded Farm hier mit Strom. Da unten liegt auch noch einer. Und das sieht dann von unten so aus. Dort liegt das ME-Kabel bis hierher. Strom muss ich natürlich vorbeiführen, da das Ding hier, der Export-Bus, natürlich kein Strom führen kann. Das muss von Applied Energistics gemacht werden. Der ist so konfiguriert, dass da Karotten im Stack-Mode reingehen. So. Und hier die Mine Factory Reloaded Systeme können nicht direkt ins EME exportieren oder importieren, wie auch immer. Deswegen steht hier jedes Mal eine Chest dahinter und die Chest wird durch das ME-System wieder geleert mit dem Import-Bus. So, das ist eigentlich schon alles, was man hier zeigen kann. Ja, hier haben wir dann die Möhren und das ist noch ein etwas leerer Raum und hier sind wir in unserem Restaurant. Das Restaurant habe ich gestern mal so ein bisschen zusammengebaut hier. Haben wir hier ein paar Stühle so und Tische vom Jami Miniaturmod. Dann haben wir hier auch ein paar Couches für die etwas besser speisen wollen.
Lampen sind von Railcraft. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Die habe ich hier in dem Gebäude hier überall benutzt. Hier haben wir eine Küchenzeile von, auch von Jamimod. Dann das AE-System. Zweimal die Dings. Und da haben wir schon den ersten Toast. Da jagen wir jetzt hier. Nehmen wir hier mal aus dem ME-System, aus Wheat, wird Wheat Flour, also so ein gemahlenes Weizenkram. Das kommt hier in den Furnace rein, wird zu Brot gebacken und aus dem Brot wird dann Toast. Und der Toast kommt hier rein. Und dann kann man hier natürlich mit einer Pfanne den Toast und Raw Beef kann man Bacons machen. So, aus den Bacons, die schmeißen wir hier wieder rein. Aus den Bacons brauchen wir dann Cheese. Da machen wir einen Cheeseburger draus. So, und aus den Cheeseburger machen wir dann einen Deluxe Cheeseburger. Da fülle ich mich jetzt hier mal ein bisschen auf hier. Wir haben dann hier mal an der Theke etwas gekocht. So, ja, das sind alles bloß Deko-Elemente, ein paar Geschirrspüler und auch Kühlschränke. Regale von Buildcraft, von Bibliocraft, so. Und wer schon immer mal aus den Titten einer Frau rausgucken wollte, kann das hier in dem Haus tun. So, der Kopf ist mir nicht so gelungen, muss ich neidlos zugeben. Das Restaurant finde ich eigentlich recht gut hier. Damit ich hier wieder rauskomme, muss ich natürlich den Teleporter benutzen. Und was mir auch nicht so gut gelungen sind diese Arme hier. Die sollten eigentlich, mal von weiter, ja, kleines Leck, kleiner Leck. Sollten eigentlich so wie nach hinten ein bisschen abstützen. Und ja, das hat nicht ganz funktioniert. Ich habe die natürlich so gebaut, dass man hier drinnen auch überall in jeder Etage eine Farm anlegen könnte. Habe ich noch nicht gemacht. Und ja, hier oben gehört eigentlich auch noch eine Aussichtsplattform drauf, damit man auch alles weit schauen kann, aber wie ihr seht, hier wäre auch während der Aufnahme wird hier nicht viel von der Welt geladen. Das andere ist, mein Haupthaus ist gar nicht mehr zu sehen, das müsste dort ungefähr stehen. Und mein Farming Tower, den ich gebaut habe, der ist auch nicht mehr so zu sehen. Ja, wir landen hier, fliegen hier nochmal mit dem Paraglider nochmal ein klein wenig nach vorne. Und schauen uns, na, kann ich jetzt nicht gerade nicht zeigen hier so richtig, weil es ist wieder mal der Paraglider im Wege. Dann müssen wir etwas höher fliegen. Ja, sieht ein bisschen hässlich aus, aber mit diesem Flug auf die Nasenspitze der hässlichen Frau hinzu werde ich jetzt mein Video beenden und wünsche euch viel Spaß und tschüss.